übersetzt von Tatzelbrum und Ludwig. Vor ein paar Jahren habt ihr von euren von Flüchtlingen mitbekommen, dass sie Technologie benutzen, um diese Grenzen herumzukommen. Und es gab viele Hürden, die ihnen in den Weg gestellt wurden. In den USA haben wir ein ähnliches Thema. Einwanderer unter dem Radar bleiben möchten. Allison McDonald von der Universität Michigan hat studiert, wie Einwanderer in den USA mit Technologie umgehen. Das ist sehr verschieden von hier. Ihre Interessen sind Technologie, Privatsphäre und Menschenrechte. Also bitte heißt sie willkommen und wir fangen mit dem Talk an. Okay. Thanks for coming. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich bin Allison von der Universität von Michigan. Heute rede ich über Technologie bei Einwanderungskontrolle und wie die Community von Einwanderern in den USA, vor allem die nicht dokumentierten Einwanderer, darauf mit Technologie reagieren. Bevor wir in die Details gehen, möchte ich eine Geschichte erzählen. Das ist Anna Maria. Die ist nicht eine echte Person, die ist zusammengesetzt aus vielen Personen, mit denen ich geredet habe, aber die Geschichte ist sehr repräsentativ für viele Leute, die wir kennen, die in den USA leben heute. Sie und ihr Ehemann sind aus Mexiko eingewandert, vor etwa 12 Jahren in die Vereinigten Staaten. Sie wollte wirklich Kinder haben, aber konnte nicht die Fruchtbarkeitsbehandlung bekommen, deswegen ist sie in die USA gekommen. Jetzt haben sie und ihr Ehemann 2 Kinder, die öffentliche Schulen in den USA besuchen. Ihr Mann und sie arbeiten beide, um ein Haus zu sparen. Sie zahlen Steuern, sie sind in der Kirche integriert. Und sie sind wirklich in der lokalen Community integriert. Ein Unterschied zwischen Anna Maria und anderen Leuten ist, dass sie undokumentiert ist, also illegal in den USA ist. Das bedeutet, dass sie die USA entweder ohne Berechtigung in die USA gekommen ist oder ihr Visumsdauer überschritten hat. Das bedeutet, dass sie jeden Tag sich Sorgen machen muss, dass sie gefunden wird und deportiert zurück nach Mexiko gebracht wird, von ihrem Haus entfernt wird. Das bringt sie in eine prekäre Situation, wenn sie versucht, ein normales Leben wie andere Leute in der Community zu leben. Aber mit diesem dauernden Sorge, dass dieses Leben von ihr weggenommen werden kann, wenn sie gefunden wird. Abgesehen davon lebt sie die Einwanderungsstory, die die USA liebt zu erzählen. Wir lieben es, also diese Geschichte zu haben, dass die Leute in ihre einwandern können und sich ein besseres Leben aufbauen können als in den Heimatländern. Aber sind viele Fälle von Diskriminierung. Es geht zurück in die 1700er Jahre, dass Leute daran gehindert hat, wegen ihrer Herkunft Staatsbürger der USA zu werden. Wir hatten zum Beispiel den Chinese Exclusion Act, also dass Chinesen ausgeschlossen wurden, dass die sich dort niederlassen konnten, dauerhaft. Und die Asiatic Broadzone hat gesagt, dass Leute nicht in die USA einwandern können. 1917 war das. Johnson Reed Immigration Act von 1924 hat die USA Volkszählungsdaten genommen, und Quoten eingerichtet, die Leute gehindert aus Ost- und Südeuropa daran gehindert hat, in die USA zu kommen. Diese Geschichte der Diskriminierung und Rassismus setzt sich bis heute fort. Viele haben gehört, was heutzutage passiert, dass der Einreiseverbot ist, dass Leute aus muslimischen Ländern auf eine schwarze Liste gesetzt sind und nicht mehr in die USA einreisen können. Das ist nur ein anderer Datenpunkt, dass
dass der Diskurs, dass der Diskurs über Einwanderung in den USA oft rassistisch eingefärbt ist. Ich möchte ein bisschen darüber erzählen, wie Einwanderungskontrolle, Einwanderungspolizei funktioniert in den USA. Die Behörde heißt US Immigration and Customs Enforcement, also Einwanderungs- und Zolldurchsetzung oder Behörde. Und wenn Leute schon eingewandert sind innerhalb der Grenzen, wenn Leute nicht dokumentiert sind oder wie Einwanderungshände das gehandhabt wird. Und in den letzten Jahren sind die größer geworden und das Privatsphäre wurde reduziert und sie teilen Informationen mit anderen federalen Behörden, also Bundesbehörden der USA. Im Januar hat Präsident Trump eine Executive Order gemacht, dass nochmal 5.000 mehr Agenten zu den bestehenden 20.000 Agenten dazukommen. Und das wird also immer weiter aufgebläht. Eine andere Art, wie das sich ändert, ist, dass Technologie in ihre Berufe eingebaut wird. Dieses zeigt hier einen Fingerabdruckscanner. Die biometrische Datenaufnahme wird sehr verbreitet in der Einwanderungsbehörde. Das passiert nicht nur in Büros, sondern es gibt mobile Fingerabdruckscanner, wo Fingerabdrücke genommen werden, ohne dass die Leute verhaftet werden, nur weil sie in der Nähe sind von jemandem, der verhaftet wird, oder weil sie in der falschen Gegend sind. Aber das kann sein, dass alle Leute in einem Haushalt diese biometrischen Daten abgenommen bekommen. Wir haben auch Beschränkungen weggenommen gesehen, wie diese Daten geteilt werden können zwischen Bundesbehörden. Vor allem hat Präsident Trump ein Secure Communities Program wieder installiert, dass Leute, die in lokalen Gefängnissen kurz verhaftet werden, dass deren Daten ausgetauscht werden können mit Bundeskriminalitätsdatenbanken oder staatlichen Kriminalitätsdatenbanken. Wir sehen auch Beweise und DHS ist das Homeland Security. Wir haben kürzlich gesehen durch eine Informationsfreiheitsanfrage, dass diese Organisation Geräte genutzt hat, um Telefone, Handys zu orten. Wir wissen nicht ganz genau, in welchen Orten sie benutzt werden und wir können darüber auch nicht spekulieren, weil die Daten geheim sind. Aber wir haben einen Fall in der Nähe zu meinem Heimat in Michigan, wo ICE einen Brief an Facebook geschickt haben, um den Telefonnummer dieser Person zu kriegen. Und dann konnten sie mit dieser Telefonnummer ihn orten und deportieren. Wir sehen auch, dass immer mehr Social-Media-Daten an der Grenze gesammelt werden, nicht nur für Leute mit Visum, sondern auch für Leute mit Green Card. Und das ist nicht so wichtig für Leute, die schon im Land sind, weil die nicht regelmäßig über die Grenze gehen. Aber es ist vor allem wichtig für Leute, die Familie haben, die oft über die Grenze kommen. Und über diese Datenbank wissen wir nicht wirklich viel, wofür sie benutzt wird. Aber es gibt einige Hinweise. Zum Beispiel, ICE hat Verträge abgeschlossen mit größeren Organisationen, die genutzt wurden, um die gesammelten Daten mit einigen Personen zu verbinden. Und wir haben schon gesehen, dass einige dieser Verträge ausgegeben wurden. Zum Beispiel wurden vor kurzem ein Vertrag an Giant Oak ausgegeben, die behaupten, sie nehmen Big Data, um böse Leute zu finden. Und ihr Slogan ist, dass sie die Leute hinter den Daten sehen. Das ist nur ein anderes Beispiel in der Art und Weise, wie Technologie genutzt wird,
die bis jetzt noch nicht wirklich vorhersehbar sind. Aber wir haben einige Beispiele, wo der Style, wo dieser Forschungsstyle genutzt wird. Und es könnte erwartet werden, dass zu diesem Zeitpunkt Technologie immer mehr und immer mehr integriert wird in die Polizeibehörden, so wie es in vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch ist. Und es gibt einen Grund, dass es zurzeit besonders gefährlich ist. Der aktuelle Präsident hat klar gemacht, dass sie deutlich härter dagegen vorgehen würden. Vor kurzem erst haben wir gelernt, dass der Dream Act oder Dreamers, dieses Programm ist für Leute, die in das Land unter dem Alter von 16 Jahren gekommen sind und es ihnen erlaubt, Universitäten zu besuchen, einen Führerschein zu bekommen. Und für diese Leute werden die in den Behörden die Fälle immer weiter zurückgestellt und ihnen das Leben härter gemacht. Wir sehen, dass die Datenschutzbeschränkungen bezüglich des Austauschs der Daten zwischen den Behörden immer weiter reduziert werden. Und abseits von den konkreten Regulierungen hören wir viel Gespräch, viel besorgniserregende Töne. Und es gibt Sorgen, was das bezüglich des Hasses in der Gesellschaft außerhalb der legalen Änderungen gibt. Und wir sehen auch eine Änderung in den Abschiebungshandhabungen. Während Obama hatte noch ein Prinzip, dass nur Leute abgeschoben werden, die eine Gefahr für die Sicherheit des Landes darstellen, was auch immer das heißen mag. Und einige Also jetzt werden auch Leute ausgewiesen, die lange Zeit in den USA gelebt haben und Familie und Freunde haben und sich ein Leben aufgebaut haben, die Familie und Kinder haben, die keinen Kriminalrekord haben und die auch die Bürger sind. Was bedeutet das für Anna-Maria? Ohne Strafregister konnte sie früher ein hohes Maß an Vertrauen haben, dass sie nicht Ziel von Ausweisung wird, und dieses Vertrauen wird erodiert. Man sieht Leute, die früher nicht Ziel der Deportierung waren, werden jetzt deportiert, obwohl sie sonst ein sauberes Kriminalregister haben. Und das, ohne dass sie sichtbarer werden heutzutage. Sie überlegen sich, was mit ihren Kindern wird, wenn sie deportiert werden. Sie müssen die Entscheidung treffen, weil die Kinder in den USA geboren worden sind. Sie sind US-Staatsbürger. Sie müssen sich entscheiden, ob sie das Sorgerecht dann an andere geben, die in Amerika bleiben können, oder ob sie nach Mexiko mitnehmen sollen, wo sie dann die Erziehung nicht bekommen, die sie in den USA bekommen. Sie müssen sie auch über die Einwanderungsbehörde in ihrer Community Sorgen machen, ob sie Fingerabdrücke zur falschen Zeit gemacht bekommen. Und wenn sie die Grenze überqueren oder wenn sie soziale Mediendaten bekommen, dann müssen sie sich da Sorgen machen, weil das kann viel mehr erzählen über die, also wenn jemand die Grenze überschreitet, dann gibt er deren soziales Medium, sozialen Daten auch Informationen über die Verwandten mit. Es gibt also mehr als 11 Millionen undokumentierte Einwanderer in den USA. Davon sind sehr viele schon seit mehr als 10 Jahren da, sind integriert in der Gemeinschaft. Sie besitzen Häuser, sie bezahlen Steuern, sie leben ein normales Leben zu dem Grad, dass sie können. Sie bauen sich ein normales Leben in den USA auf. Mit diesem Kontext im Hinterkopf haben meine Mitarbeiter und ich untersucht, wie diese Leute Technologie benutzen.
In Anbetracht dessen, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, von Tag zu Tag da ausgewiesen werden, gibt es da eine Reaktion in Ihrem täglichen Leben zu diesen erhöhten Bedrohungen? Wir haben mit Unterstützungsorganisationen von Einwanderern und Aktivisten zusammengearbeitet, um mit dieser Gemeinschaft zu kommunizieren. Am Ende haben wir mit 17 undokumentierten Einwanderern im mittleren Westen der USA reden können. Wir haben sie gefragt, wie sie Risiko online und offline handhaben und ob sich das geändert hat in den letzten 2 Jahren, als sich die Einwanderungsdebatte geändert hat, ob diese Änderungen, die wir sehen, darauf führen, dass sie darauf reagieren, dass sie jetzt anders mit Technologie umgehen. Ich kann etwas erzählen, über wie wir geredet haben. Die Mehrheit waren Frauen. 14 der 17 Teilnehmer waren Frauen. Die meisten waren Mitte 30, mit durchschnittliches Alter 35 und viele hatten Kinder, also viele Eltern. Alle waren schon mehr als 10 Jahre in den USA. Also die hatten ihren Lebensmittelpunkt und ihre Gemeinschaft in den USA. Die meisten waren auch von Mexiko. Das stimmt auch mit dem Profil der Einwanderer aus Lateinamerika überein. Die meisten sind aus Mexiko. Es gibt eine Mischung aus Einwanderungsgeschichten. Die meisten haben zu Fuß die Grenze überschritten, andere sind einfach ihr Visum überschritten. So, we wanted to first get an idea of wir wollten zuerst eine Idee bekommen, wie die ihr Risiko handhaben in ihrem täglichen Leben, um eine Idee zu bekommen, wie sehr das ihr Leben betrifft. Wir haben durchweg gefunden, dass die Einwanderung so eine Bedrohung über sie schwebt und sie betrifft, wie sie ihren eigenen Status darstellen in ihrer Umgebung, und sie versuchen also ein niedriges Profil zu haben, möglichst unauffällig zu sein. Fahren ist ein sehr gutes Beispiel für diese Kosten-Nutzen-Beziehung. Mit den meisten haben wir darüber geredet, ob sie fahren, und etwa die Hälfte fährt, die andere Hälfte fährt nicht. Viele haben keine Fahrerlaubnis, keinen Führerschein, weil es schwierig für sie ist, diesen zu bekommen, ohne offiziellen Einwanderungsstatus. Und die Gefahr beim Fahren ist, dass wenn man irgendwann angehalten wird, zum Beispiel weil man die rote Ampel überfahren hat, dann wird man nach einer richtigen Lizenz gefragt, und wenn man diese nicht hat, könnte man am Ende zu der Einwanderungsbehörde oder der Polizei geliefert werden. Einige wirklich dachten wirklich, dass das Risiko es wert ist für das Leben, was sie führen wollen, und sie denken nicht wirklich über das Risiko nach, sondern machen einfach, was sie machen müssen im Alltag. Und andere haben beschlossen, dass das Risiko zu groß ist und fahren gar nicht, besonders in den USA, wo der öffentliche Nahverkehr nicht besonders gut ist, eine große Einschränkung ist. Sie können ihre Kinder nicht zur Schule bringen, wenn sie den Bus verpassen und Ähnliches. Also es ist ein großes Risiko zu fahren, aber es ist auch viel, was man aufgibt, wenn man nicht fährt. Die Leute denken viel darüber nach, wie sie sich gegenüber Behörden präsentieren. Zum Beispiel, ob man Steuerbescheinigungen einreichen soll oder nicht, ist ein großes Risiko. Man braucht in den USA nur eine Steueridentifikationsnummer, und viele Immigranten zahlen deshalb Steuern, aber sie geben dadurch viel Informationen über sich an die Behörden heraus. Und einige meinen, dass dieses Risiko es wert ist. Zum Beispiel diese Person meint, dass sie dadurch, dass sie jedes Jahr Steuern bezahlt, dass sie eine gute Geschichte hat von gewolltem Verhalten, und dass das in der Zukunft positiv sich auf ihren Status auswirken könnte. Und ein anderes Beispiel,
Informationen an die Behörden rauszugeben, ist Unterstützung des Staates für in den USA geborene Kinder. Und das Risiko hier für die Eltern ist je nach Fall anders. Manche haben viele Vorteile aufgegeben, um die Informationen nicht an den Staat geben zu müssen. Diese Person redet über Decker. Das würde es für ihren Sohn deutlich einfacher machen, zum College zu gehen, weil es für ihren Sohn, falls sie dem Programm vertrauen, einen deutlich vorteilhafteren Immigrationsstatus für ihren Sohn geben würde. Und sie würden wahrscheinlich nicht von den Behörden untersucht werden, weil sie eine relativ niedrige Priorität haben. Und deswegen würden sie wahrscheinlich nicht von den Behörden ausgewiesen werden. Aber um diesen Status zu bekommen, hätten sie viele Informationen herausgeben müssen, ihren Namen, ihre Adressen, ihre Telefonnummern. Und am Ende haben sie sich entschieden, das nicht zu tun. Und unglücklicherweise nur wenige Wochen, nachdem wir mit dieser Person gesprochen haben, wurde dieses DACA-Programm abgeschafft. Und viele Leute, die für dieses Programm sich beworben haben, haben ihre Informationen weitergegeben. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Informationen darüber, ob die abgegebenen Informationen andersartig genutzt werden. Es sagt zwar, auf der Seite, der Registrationsseite sagt es, dass die Informationen nicht in anderer Weise genutzt werden, aber das kann jederzeit geändert werden. Leute fühlen auch die Änderungen in den letzten anderthalb Jahren. Sie fühlen den Druck in ihren Gemeinschaften, dass die Einwanderungsbehörde öfter zu sehen ist und weniger vorhersagbar ist. Sie kommen einfach und gucken nach irgendjemand, der nicht dokumentiert ist, und suchen nicht nach einem persönlichen, nach einer bestimmten Person. Viele haben persönliche Erfahrungen, mit denen wir gesprochen haben. Viele hatten Freunde und Familie, die damit direkte Erfahrungen hatten, und alle fühlen die erhöhte Präsenz der Behörde in ihren Gemeinschaften. Und das führt dazu, dass man große Änderungen in der Art und Weise, wie man lebt, durchführt. Zum Beispiel eine Person hat erzählt, dass sie ihr Kind nicht mehr alleine zu Hause lassen werden, weil sie befürchten, dass das Kind, wenn die Eltern abgeholt werden, während das Kind alleine ist, dann dort zurückgelassen wird, alleine zurückbleibt, und das wollen sie nicht. Also Leute ändern viel darüber, wie sie in ihrem Alltag leben, und wir haben uns gewundert, uns gefragt, ob das auch für ihr Online-Verhalten zutrifft. Als erstes eine Übersicht über genutzte Technologien. In dieser Gemeinschaft werden viele Handys benutzt, aber ein paar Personen hatten einen Computer zu Hause, viele hatten in ihrer Bücherei Zugriff auf Computer, aber alle hatten ihr Mobiltelefon. Als wir über E-Mail gesprochen haben, haben sie gesagt, dass sie das hauptsächlich dafür nutzen, um mit der Schule ihrer Kinder zu reden oder für Arztbesuche. Aber der Großteil der Kommunikation wird über Social Media genutzt. Die allermeisten haben Facebook benutzt, und Facebook Messenger, WhatsApp wurde auch oft genutzt, und diese drei sind die Hauptkommunikationsmittel. Es gibt ein paar andere, die sie auch genutzt haben: Instagram, Twitter, Snapchat. Die meisten haben sich von diesen sehen diese Tools so, dass sie einen großen Vorteil für ihr Leben sehen. Um Kontakt aufzunehmen mit der Familie zurück im Herkunftsland, was sie vorher machen mussten, mussten sie machen mit Postkarten oder Briefe schreiben, und Videochat ist heutzutage es macht es sehr viel leichter, mit den Leuten in Mexiko oder woher sie auch kommen, in Kontakt zu bleiben.
Leute haben auch darüber geredet, wie das ihr Leben in andere, auf andere Art verbessert, dass sie ihren eigenen Zeitplan organisieren können und organisieren, wie sie angestellt sind. Also es gibt jede Menge Vorteile und diese in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, die das Leben erleichtern durch diese Technologien. Wenn wir über Risiken reden, was das als erstes in den Sinn kommt, sind Hacker. Sie machen sich Sorgen über Betrug und Identitätsdiebstahl. Sie machen sich Sorgen darüber, dass ihre Kinder die falschen Leute und schlechte Inhalte, ungeeignete Inhalte für Kinder kontaktieren. Also Sorgen um ihren legalen Status waren nicht abwesend, aber sie waren weniger dringlich. Es ist einfach, über die Konsequenzen von Identitätsdiebstahl nachzudenken, weil das sehr konkret ist. Aber was den Einwanderungsstatus betrifft, sind die Sorgen weniger konkret. Leute haben über Belästigung erzählt, etwas, das zunimmt, sowohl in der wirklichen Welt als auch online. Vor allem beim Teilnehmen in der Gemeinschaft könnte ihren Einwanderungsstatus offenbaren und das bewegt sich auch jetzt online. Das ist, sie hören Geschichten, die sie bedrohen damit, dass ihr Einwanderungsstatus gegen sie verwendet werden könnte. Das nimmt zu seit dem letzten Jahr, im letzten Jahr oder so ungefähr. Es gibt einige Möglichkeiten, wie Leute mit diesem Risiko umgehen. In erster Linie erst einmal denken Leute darüber nach, wie sie ihre Privatsphäre online organisieren. Es gibt ziemlich grundlegende Dinge, wie zum Beispiel, dass sie nur Freunde und Familie auf Facebook als Freunde akzeptieren. Sie können auch ihr Profil auf privat zu setzen, aber mit den feineren Privatsphären Einstellungen arbeiten sie nicht so viel. Sie haben also nicht private Gruppen oder so weiter benutzt oder spezielle Sphären, also spezielle Kreise von Freunden und Familien zu generieren. Und Kanalmanagement im Sinne von, dass sie ihr Netzwerk von engen Freunden und Familien, also erstmal kontrollieren und es ist sicher, ein Foto auf ihrer Wand zu schicken oder sollten das nur direkt an Familie schicken. Eine Person zum Beispiel, nachdem sie etwas öffentlich gepostet hat, innerhalb ihres auf ihrem Facebook-Profil und ein paar Stege löschen sie es wieder, weil sie nicht ganz darauf vertrauen, dass es privat bleibt. Ein anderes wirklich interessantes Kriterium ist, dass in allen Gesprächen, die wir hatten, hat niemand gesagt, dass sie wirklich auf Facebook leben. Die Werkzeuge, die sie benutzen, auch fast ausschließlich, gehören alle der gleichen Firma. Sie drücken auch aus, dass diese Firmen selbst also Organisationen sind, die an ihren Daten interessiert sind und diese Daten an Einwanderungsbehörden weitergeben könnten. Also das betrifft sie nicht. Sie sehen das als Medium, um mit anderen Leuten zu kommunizieren, um mit anderen Individuen zu reden und Gruppen zu reden, aber die Plattform selbst ist nicht eine Sammlung von Daten. Sie haben also ziemliches Vertrauen in Facebook, vor allem Facebook. Viele Leute waren dankbar über die Veränderungen, die Facebook im letzten Jahr gemacht hat, hinsichtlich der Verwaltung ihres Kontos. Dass falls da zum Beispiel ein verdächtiger Login-Versuch passiert, dass da eine Warnung passiert, das hat vielen Leuten geholfen und das erzeugt Vertrauen in die Plattform, dass Facebook sie also deckt und sie sicher hält.
zusätzlich dazu, also dazu, dass sie managen, wie sie ihre Informationen teilen. Gibt es auch manche Leute, die überhaupt nicht ihre Informationen überhaupt nicht teilen, vor allem wenn es um Einwanderungsdinge geht. Vor allem, dass sie da nicht Facebook-Gruppen, bei Facebook-Gruppen eintreten, die sie darüber informieren, weil das ihren Status, ihren Einwanderungsstatus exponieren könnte. And that's frustrating for a lot of people. Und das ist für viele Leute frustrierend, die an diesen Konversationen teilnehmen wollen, vor allem, weil vor allem der Diskurs über Einwanderung so toxisch ist in den Vereinigten Staaten. Dass manche Leute drücken ihr Gefühl aus, dass sie das einfach nur klaglos hinnehmen müssen, ohne teilnehmen zu können, weil sie sich Sorgen machen darüber, dass sie Zielscheibe werden von Bedrohung und sogar, dass sie, dass man ihnen nachgestellt wird und dass irgendwie das die Einwanderungsbehörde ihr Haus eine Razzia macht. Einige Leute sind über genau das Gegenteil, haben genau entgegengesetzt gefühlt, was gut ist, nicht? Während das Risiko zwar da ist, ist es wichtiger für sie, ihre Gedanken zu teilen. Das ist auch interessant, weil es teilweise Spannungen in der Familie offenlegt über diese Themen, dass die Gemeinschaft ist sehr gemischt. Viele haben das Risiko ist nicht nur für Individuen, sondern sehr verteilt auch über die Familien und Freunden. Und es kann da Spannung geben zwischen Freunden, zwischen Eltern, Kindern, zwischen Geschwistern. Und da kann es Spannung geben, wie welche Informationen auf diesen Plattformen geteilt werden sollen. Und dieses Zitat zeigt auch, dass etwas anderes Interessantes. Wenn wir mit den Leuten über die Bedenken, über die Immigration gesprochen haben, haben sie nie darüber gesprochen, ob die Einwanderungsbehörde sie untersuchen kann, sondern eher wann. Und das ist der letzte Punkt, dass es hier wirklich ein Gefühl von Resignation gibt über die Art und Weise, wie die Einwanderungsbehörde mit ihnen interagiert. Viele Leute fühlen, dass es nicht wirklich wichtig ist, was sie machen. Immigration, die Einwanderungsbehörde kann sie immer finden, egal wo sie sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Behörde sich entschließt, sie zu finden und nicht, ob sie es kann. Das ist auch wahr für die, es ist auch der Fall für die Art und Weise, wie sie über Technologie denken. Sie haben das Gefühl, dass es nicht wirklich Privacy gibt. Wenn sie wollen, könnten sie die Nachrichten im Facebook Messenger sehen. Sie könnten alles auf ihrem Telefon sehen, dass sie diese sehr machtvolle Werkzeug haben, um alle Informationen zu finden, die eigentlich privat sind. Und dieses Gefühl der Überwachung kommt oft von Erfahrungen, dass diese Person eine Begegnung mit ICE hatte und in diesen Gesprächen ICE Informationen hatte, die sie eigentlich nicht wissen konnten, die nur in privaten Quellen vorhanden waren, und dass dann die Person weiß, dass bei ihren Freunden ICE Informationen hatte, die sie nicht anders bekommen konnten. But it's not all negative. It's not all resignation. Aber es ist nicht alles negativ, es ist nicht alles Resignation. Eine andere Sache, die wir gesehen haben, ist, dass bei vielen, nicht allen, dieses Gefühl der Verantwortung in der Gemeinschaft, sich zu helfen. Und das meint, dass Teilen von Ressourcen in der Gemeinschaft und auch Informationen über die Einwanderungsbehörde, also wenn ICE in einer bestimmten Gemeinschaft ist, könnten sie ihrer Familie und Freunde sagen, dass sie dieses Gebiet, dass sie nicht in dieses Gebiet reingehen sollen. Und es gibt nicht
totaler Resignation, sondern sie helfen sich noch und es gibt noch etwas Hoffnung. Und das ist etwas, was schneller und einfacher mit Technologie geworden ist, weil es einfacher ist, jemand eine Nachricht zu schicken oder jemand Informationen zukommen zu lassen, als es war, bevor man Smartphones hatte. Und das alles kommt zu der Frage, wieso Leute, oder wieso Gemeinschaften, wenn sie sich so viel Mühe geben im Offline-Leben, wieso sie Ähnliches nicht tun im Online-Leben. Und während viele das gemeint haben, dass sie nicht wirklich viel über Technologie wissen, das ist nicht wirklich eine gute Erklärung. Es gibt so viele verschiedene Faktoren, die hineingehen in diese Entscheidung, die sie machen. Und hier sind einige Gedanken, die wir als Erklärung anbieten. Es kann nicht unterschätzt werden, wie groß der Vorteil dieser Technologie ist für das allgemeine Leben in der Gesellschaft. Und die Wahl, sich daraus zurückzuziehen, ist nicht trivial. Das Risiko, dass sie, dem sie ausgesetzt sind, dadurch, dass sie Telefonnummern auf Facebook hochladen und sich mit Verwandten vernetzen, ist nicht wirklich bekannt. Wir haben nicht viele Daten über die Beziehung zwischen Daten auf Facebook und der Einwanderungsbehörde und wie hier der Zusammenhang ist. Und das könnte in Zukunft sich ändern. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Informationen auf Facebook hochzuladen und der Einwanderungsbehörde. Zumindest kennen wir sie nicht. Oh, es gibt außerdem erhebliches Vertrauen in die Plattformen, die benutzt werden. Und das gibt wenig kritische Einstellungen über die Sicherheit der Plattformen. Es gibt da einfach die Komponente des Vertrauens. Facebook hat da sehr viel für die Sicherheit von Konten gemacht und das hat Vertrauen in der Gemeinschaft aufgebaut. Und dass auch wenn die ganze Gemeinschaft auf dem gleichen Werkzeug ist, in der gleichen Plattform ist, dann gibt es weniger kritische Gedanken, ob das sicher ist, auf dieser Plattform zu sein. Es gibt die Komponente der Resignation. Wenn Leute wirklich explizit über das Risiko nachdenken müssen, dass die Einwanderungsbehörden diese sozialen Medieninformationen benutzen. Es gab da die Einstellung, dass falls sie das wollen, dann können sie die Informationen haben. Sie haben sie ja schon, weil die Leute Steuererklärungen abgeben. Und es ist also zugänglich zu den staatlichen Behörden, zu den Autoritäten, also egal was sie online machen. Und das in Kombination mit der Unsicherheit des Risikos macht es schwer, konkrete Schritte zu tun, die da helfen könnten. Also zum Abschluss möchte ich ein paar Dinge teilen, die ich gelernt habe als Trainer für digitale Sicherheit, die ich in dieser Studie gelernt habe. Die meisten Leute waren wirklich begeistert, etwas zu lernen. Das ist einfache technische Technical Literacy, also das ist, sie waren dankbar, dass wir über dieses Thema geredet haben. Sie haben sich sehr darum gekümmert, dass was schwierig für mich war, der einen Hintergrund im Training hat, war, dass es immer noch, dass ich immer dachte, sie wüssten, was sie wollen, was sie brauchen, und das war nicht der Fall. Eine Sache, die ich sagen möchte, ist, nehmt nicht an, das zu wissen, was am besten für sie ist. Geht und redet mit den Leuten und da lernt ihr eine Menge was sie für ihr Risiko halten. Etwas, worüber ich überrascht war, dass sie Online-Ressourcen nicht benutzen, falls sie Sorgen haben über Online-Privatsphäre haben, wenn sie mit ihren Kindern reden, wenn sie mit ihren Nachbarn reden, Freunden reden. Es ist in dem Fall
sehr viel effektiver, wenn man auf Spanisch also ein Training von also ein persönliches Training macht und also persönlich Ressourcen benutzt. Das hilft sehr viel mehr, als wenn man Listen zusammenstellt von Ideen oder Werkzeugen oder Strategien, auf die nie zugegriffen wird. Und als ein Vehikel, das zu tun, hatten wir eine sehr positive Erfahrung mit Unterstützungsorganisationen, die es uns ermöglicht haben, Vertrauen mit diesen Gemeinschaften aufzubauen, indem wir zusammengearbeitet haben mit Leuten, denen sie schon vertraut haben. Deswegen konnten wir mit den Leuten sehr offener und vertrauensvoller reden als ohne diese Organisationen, und die hätten vielleicht überhaupt nicht mit uns geredet. Sie waren auch für uns eine sehr gute Ressource, um Interviewmaterial zusammenzustellen und Trainingsmaterial zusammenzustellen. Wenn wir dann in die Communities, in die Gemeinschaften reingegangen sind und digitales Training gemacht haben. Sie haben uns geholfen, kultursensitive Sprache zu entwickeln, und wir konnten einfach fragen, ist der Ort, ist die Art der Präsentation, ist die Länge, ist die Zeit, ist die gut? Die waren für uns eine Ressource, die uns geholfen hat, unsere Angebot den Leuten so zugänglich wie möglich zu machen. Und auch die Leute selbst haben eine Menge Fragen, wie man Technologie benutzt. Das ist ein sehr guter Platz, hinzugehen und mit Leuten zu reden, um wie man über Organisationspraktiken zu reden. Und es kann sein, dass es sehr viel leichter ist, wenn sie mit Leuten das Verhalten zu ändern, wenn da eine Organisation ist mit einer Hierarchie und Strukturen, die sie dazu motivieren, also sichere Werkzeuge benutzen und sicher mit den Informationen umzugehen. Also es ist gut, es ist eine gute Möglichkeit, mit Aktivisten und mit Rechtsanwälten ein Training zu machen. Finally, am Ende, das ist immer schwierig zu hören als Trainer. Die Leute, mit denen wir geredet haben, werden keine neuen Werkzeuge benutzen, und zum einen ist das nicht sicher, aber ein Tool, das spezifisch dafür für eine Gemeinschaft, die unter Risiko steht, das könnte die Sichtbarkeit erhöhen. Das hängt vom Bedrohungsmodell ab. Also wenn jemand eine bestimmte App hat, dann kann das schon Gefahr sein. Wir sollten nicht neue Tools nicht mehr entwickeln. Wir sollten immer was Sicheres und Zuverlässigeres entwickeln. Aber wenn wir Werkzeuge für Communities entwickeln, sollten wir auch darüber denken, wie sie die Werkzeuge, die sie schon benutzen, sicherer und effektiver benutzen könnten. Das könnte bedeuten, dass wir mit jemandem uns hinsetzen müssen und über die Privatsphären-Einstellungen von Facebook durchgehen müssen und sehen, dass WhatsApp nicht Daten in die Cloud backupt oder Telefonnummern exponiert von Leuten, die sie nicht wissen. Und da gibt es also viel in beide Richtungen zu tun. Und besonders, wenn wir mit diesen Gemeinschaften arbeiten, dann müssen wir uns daran denken, dass das war, also es ist besonders bemerkenswert. With that, I can take questions. Damit kann ich Fragen entgegennehmen. So, we have, also wir haben 4 Mikrofone in diesem Raum. Ich sehe, an einem steht schon einer. Darf ich euch daran erinnern, dass eine Frage etwa 1 bis 2 Sätze sind und mit einem Fragezeichen endet? Okay, wir nehmen Mikrofon 4. Vielen Dank. Sie haben erwähnt, dass diese Gemeinschaften widerwillig sind, neue Werkzeuge anzunehmen. Gibt es Eigenschaften von Tools, die es wahrscheinlicher machen, dass sie angenommen werden?
Das ja, das ist eine gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht. Ich würde sagen, dass es vollkommen wahr ist für die Übernahme von neuen Werkzeugen. Also es ist schwierig, Leute davon zu überzeugen, von Facebook oder WhatsApp wegzugehen, weil Leute, mit denen sie reden, schon von diesem auf diesen Messenger sind und das in ihrer Gemeinschaft fest verankert sind. Also wenn wir über Werkzeuge mit speziellen Funktionen reden sollen, also wir haben mit niemandem darüber geredet, aber in der Vergangenheit hat es Gespräche über Apps gegeben, die Crowdsourcing und die Bewegung von der Einwanderungsbehörde zu tracken. Und wir haben, wie gesagt, wir haben mit niemandem geredet, aber falls es hier eine kritische Masse gibt von Leuten in einer Kleingemeinschaft, die das Wort weitergeben können, dann könnte es funktionieren. Also es ist etwas, worüber man nachdenken könnte, aber es ist schwierig. Ja, ich glaube, das Baby auf Mikrofon 1 möchte nicht reden, also gehen wir zu Mikrofon 3. Zwei Fragen, ist das okay? Oh ja. Erste Frage ist eine etwas detaillierte akademische Frage. Könnt ihr über die was benutzt ihr für Prozeduren, also ethische Prozeduren, um die Daten der Probanden zu schützen? Also wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Daten schützen. Wir haben tatsächlich eine Ausnahme bekommen für die Sammlung von Daten von den Teilnehmern. Wir haben jedem Teilnehmer $20 gegeben. Wir mussten keinen Beweis dieser Zahlung sammeln. Wir haben die Interviews aufgenommen und sie lokal verschlüsselt. Sie wurden von Leuten in unserer Forschungsgruppe untersucht und dann transkribiert mit allen Namen und Identifikationsmerkmalen gelöscht. Und all das wurde verschlüsselt auf einer Festplatte in der Universität gespeichert. Alle Originaldateien wurden gelöscht. Die andere ist eine etwas konfuse Frage. Ist das eine technische Lösung für ein politisches Problem? Habt ihr das Gefühl, dass wenn man Leuten beibringt, wie man technologisch sich verhält, kann man da vielleicht Leuten helfen, auch wie man aus die USA verlässt, weil sie immer feindlicher zu solchen Leuten werden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke nicht, dass es eine Lösung ist, Leuten zu helfen, online sicherer zu sein. Ich denke, Lösungen sollten in der kurzen Zukunft ist es wichtig, dass die Leute sich sicher fühlen und so sicher wie möglich kommunizieren, aber ich denke nicht, dass es eine einzelne gewinnende Schlacht gibt, die das ganze Problem löst. Es gibt eine in den USA eine eher ironische Sache, wie viele Leute aufgegeben haben, in die USA zu kommen und wie sehr sie sich schon in die Gemeinschaft eingeführt haben. Ich habe nur mit Leuten gelebt, die schon lange da leben und sich in die Gemeinschaften eingelebt haben. Es gibt einen deutlichen Rückgang von Leuten, die in die USA einwandern, größtenteils zu Obamas Direktive, Leute direkt wieder zurückzuschicken. Und ja, ich weiß nicht, wie wir es an der Grenze regeln sollen. Mikrofon 2. Hallo. Ich habe eine Frage. Gibt es Initiativen, um den Leuten zu helfen, auf eine Art, dass sie weniger fühlen, es ein Online-Risiko zu haben? Und glaubst du, dass es hilft, wenn man ihnen beibringt, das Risiko besser einschätzen zu können? Hilft das denen oder ist die Resignation gegen die Regierung genau? Wenn du über spezifische Personen nachdenkst, dann könnte es vielleicht bei einzelnen Individuen möglich sein, dass sie Informationen
für die Einwanderungsbörse zugänglich ist, wenn sie wollen. Aber die meisten Personen sind nicht wirklich auf dem Radar. Und ich denke, das, was am meisten Vorteile bringt, ist, den Leuten zu erklären, wie man Technologie besser nutzt und ihre Zuversichtlichkeit in die Technologie stärkt. Es ist die Unsicherheit, dass sie die Unsicherheit in die Technik, weil sie nicht vertrauen, dass die privaten Daten tatsächlich privat sind und dass sie befürchten, dass sie zu Hause belästigt werden. Und dieses Unvertrauen in die Privatsphäre oder dieses Misstrauen ist tatsächlich das, wo wir helfen können. Entschuldigung, ich hatte noch einen anderen Punkt. Ja. Es ist, denke ich mal, sinnvoll nachzudenken, wie wir in Privatsphärenarbeit mehr arbeiten können, besser unterstützen können. Viele denken darüber nach, wie sie Technologien nutzen können, um ihr Leben zu verbessern. Die andere Sache, die ich sagen wollte, ist, dass wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir mit diesen Leuten reden sollen, wie wir Fragen über ihr Online-Verhalten stellen sollen, ohne sie aufzuregen. Und es ist nicht so, dass wir individuelle Lösungen haben, dass wir am Ende des Interviews sagen, hier, ich habe eine Lösung für dich, installiert diese App. Und es ist wichtig, dass die Leute weiterhin Technologien benutzen, die für ihr Leben wichtig sind. Wir wollen nicht, dass Leute aufhören, Facebook zu benutzen, wenn sie dadurch aufhören, mit ihren Eltern in Mexiko zu reden. Wir wollen nicht, dass sie aufhören, E-Mail zu benutzen, wenn sie damit die Schule ihrer Kinder nicht mehr organisieren können. Also es ist wichtig, dass die Leute in ihre Technologie vertrauen und ohne zu viel aufzugeben. Mikrofon 4, bitte. Ich habe mich gefragt, weil falls Facebook das populärste Werkzeug ist, das sie benutzen, und weil sie das wahrscheinlich nicht ändern werden, gibt es etwas, was die Leute bei Facebook machen können, um undokumentierten Einwanderern zu helfen? Ja, ich denke, dass worüber Facebook nachdenken könnte, ist sehr allgemein übertragbar auf allgemeine Netzwerke. Es gibt ein paar Sachen, mit denen Leuten nicht so komfortabel waren, zum Beispiel bei WhatsApp. Wenn man zu einer Gruppe von Leuten hinzugefügt wird, dann ist die Nummer allen anderen Leuten in der Gruppe zugänglich, ohne eine explizite Einwilligung. Und die Tatsache, dass WhatsApp eine Telefonnummer benutzt, ist etwas, was wir zurücklassen sollten. Dass Facebook Telefonnummern und Ortsdaten sammelt, egal ob wie einfach es ist, sich da auszutragen. Und das ist größtenteils eine akademische Aufgabe. Auf einer Konferenz haben wir ein Paper vorgestellt, in dem wir diskutiert haben, was diese größeren Firmen tun können. Und wir als Gemeinschaft können Facebook dazu aufrufen, nicht mit offiziellen Staatsbehörden zu kooperieren. Es sollte nicht wirklich wichtig sein, wo man lebt. Die Social-Media-Plattformen sollten Leuten helfen, physische Grenzen zu umgehen, und sie sollten agnostisch sein bezüglich der Grenzen. Und dafür zu werben, für diese Gesinnungswandel zu werben, sollte hilfreich sein. Vielen Dank für das interessanten Vortrag. Eine Frage, die auf die vorige Frage aufgreift. Facebook ist so als politischer Agent so wichtig geworden in dieser Arena. Seid ihr nachgegangen als Forschungsproblem? Was macht ihr da? Ist das etwas, das unwillkürlich passiert, oder gibt es da eine allgemeine Strategie von Facebook, um dieses Vertrauen zu erzeugen? Und ich frage mich auch, um diese Frage weiterzuführen, es ist mehr als eine Frage, als ein Satz. Falls ihr darüber nachgedacht habt, gibt es etwas, was dieses Vertrauen plötzlich erodiert?
for all this Russian. Diese Frage, wie es für alle diese russischen, für dieses russische Geld möglich wäre, war in Facebook-Anzeigen zu gehen. Und das zeigt in die Richtung, auf das Druck auf Facebook, dass Facebook etwas Druck, das Druck auf Facebook aufzudrücken, dass Facebook mehr, also dass sie diese Informationen mit das Informationen sorgfältig umgehen sollten. Bezüglich der Frage, ob es da eine Vertrauens beim Vertrauen sich etwas ändern könnte, der Vertrauen in die Sache, dass eine Behörde von Facebook eine Telefonnummer bekommen kann und sie dann orten kann. Wenn es mehr Fälle davon gibt, dann gibt es Beweise, es gibt Hinweise, dass das passieren könnte, und es ist möglich, dass dieses Narrativ, das Gefühl, dass Leute zurzeit haben, dass Facebook für sie da ist und dass sie die Kontrolle über ihr Facebook-Profil haben, das könnte sich ändern. Bezüglich dessen, dass Facebook sich als politischer Aktivist auf Immigrationsfragen konzentriert. Ich hoffe nicht. Wir haben noch Zeit für eine Frage, die ist auf Mikrofon 1. Habt ihr Informationen bekommen und untersucht, wie es ist, finanzielle Dienstleistungen zu benutzen online? Ja, also tatsächlich, die Bedenken, die sie haben mit Privatsphärenprobleme beim Online-Banking. Also Leute haben Kreditkarten und Online-Banking benutzt, um ihre Miete zu bezahlen. Da haben sie nicht viel über Privatsphäre geredet in diesem Zusammenhang, außer dass sie die Befürchtung hatten, dass ihre Daten von Hackern gestärkt werden. Also sie haben mehr Angst vor anderen Leuten als vor den Entitäten, die den Service zur Verfügung stellen. Und viele Befürchtungen, die hier hineinkommen, ist, dass sie viel zu verlieren haben. Und Leute haben im Allgemeinen Online-Banking benutzt und haben diese Online-Finanzservice benutzt. Und manche Leute haben sich daraus zurückgezogen, aber nicht aus Privatsphärengründen, sondern weil sie über Hacker besorgt waren. Damit möchte ich der Sprecherin Allison für diesen wunderbaren Tag